Hallo und willkommen zurück zu Guitaria Fables. Im letzten Part haben wir erfahren, dass der weise Elby der Großvater von Hazel ist und die Relikte einsammelt, um nichts Gutes damit anzufangen. Und wir sollen ihn jetzt aufhalten. Wir haben ja letztes Mal versucht, hier durchzukommen, in dieser letzten Dungeon, aber sind leider gescheitert. Ich habe jetzt ein paar Tränke hergestellt und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Und ich versuche wirklich ganz vorsichtig zu sein und so wenig Schaden wie möglich zu bekommen. Ist aber einfacher gesagt als getan. Die Monster sind hier echt schwieriger irgendwie. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. So. So, das sieht schon mal gut aus. Echt nicht normal. Ich muss echt aufpassen. Ich nehme mal eins. Aber wo ist die Pflanze hin? So, die letzte. Perfekt. Dann laufen wir mal runter. Ich glaube, wir sind letztes Mal nicht mal so weit gekommen. Eine Silbertruhe, okay. Erstmal den richtigen Weg auf jeden Fall eingeschlagen. Kräutertee. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, wir können hier durch. Komisch. Ich dachte, wir müssen auf jeden Fall den Mampfer besiegen. Oder haben wir den jetzt besiegt? Ja, die kommen schon. Thank you.
kurz. Besiege den ersten Boss, besiege den zweiten Boss. Okay, das haben wir erledigt. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob wir gegen den weisen Elbi wirklich einfach so das hinbekommen. Okay. Weiter geht's. Weiser, beende diesen Wahnsinn. Du? Wie bist du hierher gekommen? Und du? Wie bist du hierher gekommen? Was hast du mit den Relikten vor? Ich dachte, du könntest keine Magie nutzen. Dachtest du wirklich, dass nur diese niederen Monster die Macht eines Relikts aufsaugen könnten? Was? Ich habe so viele Jahre hart gearbeitet. Ich habe alles zurückgelassen. Dafür? Du hast uns ausgetrickst. Wie kannst du nur so sein? Du solltest dich schämen. Schämen? Warum sollte ich mich schämen? Nach all diesen Jahren sind die Relikte endlich mein. Nur noch ein bisschen. Und ich kann mein ultimatives Ziel erreichen. Ich werde das Reich aus dem Königreich vertreiben und mich rächen. Das kannst du nicht. Weiser, bitte. Öffne die Augen. Das Böse hat dich verzehrt. Was weißt du schon über das Böse? Du weißt nichts über den verrückten König, der alles besitzen wollte. Auch wenn das den Niedergang seiner Untertanen bedeutete. Weiser. Du kannst es nicht verstehen. Du weißt nicht, wie es ist, alles zu verlieren, das du liebst. Du weißt nicht, wie es ist, keine Macht zu haben, es aufzuhalten. Weiser, bitte. Wir können das hinbekommen. Der König, wir werden mit ihm reden. Ich weiß, dass das verstehen wird. Bitte. Deine Enkelin Hazel macht sich Sorgen um dich. Nein, niemand wird verstehen. Ich werde dem ein Ende bereiten. Versucht nicht, mich aufzuhalten, ihr Kleinen. Weiser, wir müssen es tun. Wir werden alles tun, was wir können, um dich zu uns zurückzubringen. Nun gut, ihr lasst mir keine Wahl. Ah, er kommt, Nyan. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Errungenschaft freigeschaltet, das Ende. Weiser, bitte. Errungenschaft freigeschaltet, wahrer Frieden. Ich bitte dich, komm zu Sinnen. Ach, du und deine Torheit. Weiser. Ruhe. Nyan, pass auf. Albinus, mein Freund, du musst nicht so weit gehen. Es ist nicht dein Fehler. Es tut mir leid, dass du dem allein gegenübertreten musst. Es tut mir leid, dass ich dich nicht beschützen kann. Befreie dich von deiner Wut. Vergib dir selbst. Und sei frei. Hm.
Alles in Ordnung, Nyan? Weiser? Großvater? Weiser? Alles gut. Großvater, es tut mir so leid, was du alles durchmachen musstest. Es tut mir leid, dass ich nicht an deiner Seite sein kann. Das ist in Ordnung, mein Kind. Es tut mir leid. Bitte tu nichts Leichtfertiges. Bitte. Es ist nicht dein Fehler, meine Liebe. Es tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereite. Ich verdiene das nicht. Weiser? Nein, sag das nicht. Du verdienst etwas Besseres. Wo gehst du hin? Lass mich dich begleiten. Du musst nicht mehr alleine sein. Du kommst wirklich nach deiner Mutter. Ich bin in Ordnung, Hazel, Liebes. Ich brauche nur ein bisschen Zeit für mich, um über viele Dinge nachzudenken. Ich werde nichts Leichtfertiges tun, das verspreche ich. Aber gib auf dich acht, mein Kind. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Großvater? Es ist in Ordnung, meine Liebe. Er wird zurückkommen, vertraue mir. Lass uns Vertrauen in ihn haben, Commander. Ich glaube, er kann eine bessere Person sein, so wie früher. Wenn wir ihn wieder treffen, wird alles anders sein. Ja, du hast recht. So, es scheint, dass dieses Durcheinander noch nicht in Ordnung gebracht wurde. Wo sind die Relikte? Wir wissen es nicht, Commander. Sie sind einfach verschwunden. Vielleicht wurde ihre Macht verzerrt. Ich verstehe. Ich werde mir Unterstützung von jemandem holen, der sich bei dieser Sache besser auskennt. Wenigstens werden die Monster nicht noch schlimmer werden, nachdem die Relikte nicht mehr da sind. Wir müssen immer noch die Stadtbevölkerung schützen. Aber ich kann dir versichern, dass die Monster unsere Einrichtung nicht angreifen werden. Richtig, Cousin? Ja, Commander. Wir werden weiter unsere Soldatenpflichten wahrnehmen. Und unsere Pflichten als Zauberwirker. Das ist gut zu hören. Gut, Jet, wir haben Arbeit zu erledigen. Eure Hoheit? Lass uns nach Hause gehen und sehen, ob irgendjemand unsere Hilfe braucht, Nyan. Ist doch ein nettes Ende. Zwar schnell, aber süß. Guitaria Fables. Also ich fand das Spiel jetzt wirklich super. Es hat Spaß gemacht. Es kam immer was Neues dazu an den Quests. Mir ist auch nicht langweilig geworden. Man hätte halt von Anfang an irgendwie ein bisschen mehr Landwirtschaft betreiben sollen. Da hätte man auch immer genug Geld. Man musste halt viele Ressourcen sammeln für die Ausrüstung. Aber da hat man ja immer dann ein Ziel vor den Augen. Und ist dann ja auch stärker geworden und hat dann mehr Leben gehabt, sage ich mal. Also finde ich echt super. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden ich da reingesteckt habe in das Spiel, aber... Wie gesagt, das kann ich weiterempfehlen. Es war echt super zu spielen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn euch der Teil gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen oder einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ihr weitere Spiele in der Art sehen wollt. Jetzt lassen wir einfach mal den Abspann laufen. Thank you for playing. Ich danke euch. So, da sind wir. Ich gehe noch mal kurz zum Haus, um zu sehen, ob der weiße Elbi da ist oder ob er jetzt wirklich weggegangen ist.
Nee, ist wirklich verschwunden. Er braucht Zeit zum Nachdenken und um sich zu verzeihen. Okay. Dann würde ich sagen, laufen wir noch mal kurz ins Pfotendorf. Und dann würde ich noch mal zum Frostberg mich teleportieren. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt das Soma eingekehrt ist. Einen Moment, ich gehe mal auf die Karte. Dabei sieht jetzt nichts verändert aus. Ich glaube, hier ist auch alles beim Alten. Ich dachte, dass unser Großvater auch vielleicht noch lebt, aber nee, ist vermutlich wirklich gestorben. Leider. Das war vermutlich der Hase, den wir jetzt am Ende gesehen haben als Geist. So, alles ist hier in Ordnung. Jetzt gehen wir zum Frostberg. Bin gespannt, ob da auch irgendwas noch ist. Ja. Das weiß ich halt nicht, was das bedeutet. Aber okay. Vielleicht hatten sie mal vor, irgendwas zu machen. Kann ich irgendwie meinen Feuerschaden dahin machen? Hat leider nichts bewirkt. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zurück ins Pfotendorf und legen uns zum letzten Mal schlafen. Macht bestimmt wieder um 19 Uhr auf. Nee. Ist nichts Neues passiert. Ich habe gerade nachgeschaut. Bei Steam fehlt mir noch 2 Errungenschaften. Einmal alle Bogenfähigkeiten zu erlernen und 3000 Gegner zu besiegen. Und sonst sind wir eigentlich hier durch.
durch. Ich weiß nicht, ob wir die Errungenschaften, wenn wir die freigeschaltet haben, ob hier noch irgendetwas passiert. Aber ich denke mal, das ist eigentlich jetzt wirklich das Ende des Spiels gewesen. Ihr habt ja den Abspann gesehen. Falls irgendwas noch passieren sollte, schalte ich auf jeden Fall euch nochmal dazu. Aber so würde ich mich jetzt verabschieden. Bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass ihr das Let's Play angeschaut habt auf YouTube. Wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Spiel. Macht's gut!